bringe ich mal meinen General in Sicherheit. So, ihr lieben Kanonen, ihr dürft auch feuern. Hab volle Freizeit auf dem Platzberg. Könnt ihr euch noch Herzenslust, könnt ihr euch austoben. Peace! Ortalie, Ortalie. Es wird natürlich ellenlang dauern, bis sie dieser Schlachtfeld überquert haben. Ich werde denen nicht entgegenrücken, habe ich mir überlegt. Ich werde jetzt hier meine Frontlinie aufstellen. Zwar werde ich noch eine Einheit kürassiere hier rüber beordern. Versuche seine rechte Flanke mit meiner Kavallerie aufzureiben. Ich warte, bis er dicht genug dann ist. Seine Männer werden ein Gewaltmarsch hinter sich haben, wenn sie den Hügel runtergestürmt sind. Und dann werde ich ihn Stück für Stück aufreiben. Soweit die Theorie. Okay, das war ein Fehler, die da hochzuschicken. So. Kann man überlegen, ob ich kein Tätschen da lasse. Ah, ich lasse noch die Langstreckenmunition, dann ist besser. Mir alles noch ein bisschen zu riskant. So, meine Kanonen sind noch vollzählig. Meine Artillerieeinheit ist noch komplett intakt. So, eine Einheit meiner Mamelucken konnte ich wenigstens retten. Okay, er greift mit einem Kavallerieregiment eine Infanterieeinheit an auf der linken Flanke. Das heißt, ich werde eventuell diese gleich mal ausrichten müssen. So, hinten wird es gleich auf einen Zusammenstoß kommen mit der russischen Armee. Aber dem sehe ich gar nicht so düster entgegen. Oh nein, er hat das Schlimmste getan, was er hätte nur töten können. Seine hintere Linie ist in Stocken geraten. Und er schickt die restlichen Einheiten über den Platzberg. Das ist sehr schlecht für mich. Dann müssen wir die Strategie umstellen. Dann muss ich jetzt schnell handeln. Ich werde meine Einheiten doch nach vorne verlegen. So. Vorwärts, Männer. Für Gott und Frankreich. Los. Beginnen wir das Battle. Boah. Gott sei mit euch. Euer Kaiser ist es auch. Los. Vorwärts! Attacke! Ich dachte, diese verdammten Grenadiere eigentlich zurück.
Moment, meine Süßen. So haben wir nicht gewettet.